Bevor ich zum nächsten komme, muss ich euch noch mal was zeigen. Das habe ich vorher auch noch vom Flohmarkt. Das war ein richtiges Schnäppchen. Dafür habe ich nur 12 Euro bezahlt. Gibt es bei AliExpress aktuell für knapp 60 Euro. Und ich denke mal, bei Amazon habe ich sie jetzt nicht mehr weiter gefunden. Aber ich denke mal, da wären sie wohl bei 80, 90 Euro gewesen sein. Ich denke mal, man kann es schon halbwegs erkennen vom Bild her. Ist auch komplett. Da haben wir einmal einen Fuß für den Tisch zum Festschrauben. Einmal eine Platte. Das ist das Teil für die Platte. Und einmal die Lupe an sich, die wirklich beweglich ist mit LED. Und die kann wirklich einen Haufen, also auch wirklich gut vergrößern. Kann man das sehen? Ich denke mal, man kann es sehen. Also die vergrößert wirklich gut. Wollte schon immer mal eine haben, aber die Dinger sind wirklich schweineteuer. Ja, irgendwie ist der Aufkleber da unten schon ab, keine Ahnung. Ich habe sie auch schon mal ausprobiert, hat einen Netzstecker. Ist eine Touchlampe. Kann Licht machen. Drei verschiedene Lichtfarben. Einmal kalt, einmal warmweiß und gemischt. Und sie lässt sich auch dimmen. Hell und dunkel. Wollte ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier eine Lupe, die wirklich mit Licht auch gut vergrößert und halt kann am Tisch dran oder halt diese Metallplatte. Ja, ist ja gut. Und dann halt diesen Schwenkarm dazu. Ja, ist ja gut, macht dich aus. Da seht ihr ja. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Die habe ich auch noch gekriegt, also wirklich für ein absolutes Schnäppchen. Das ist wirklich ein sehr gutes Schnäppchen gewesen. Die sind sonst wirklich schweineteuer. Und sonst habe ich nur noch eine Schallplatte vom Bärmel, wollte ich gerade sagen, vom Flohmarkt. Ja, für mich ist das Sperrmüllverkauf. Aber teilweise kriegt man da wirklich gute Sachen. Kann ich echt nicht meckern. Für kleines Geld. Also die Lupe ist wirklich gut. Das wollte ich noch zeigen. Und jetzt komme ich zum anderen. Da mache ich aber ein neues Video drüber. Bis dann. Tschüssi.